So habe ich Lampruiza splendidula im Sommer 2017 als erstes entdeckt. Da war ich etwas zu spät. Und übrig war nur noch ein Männchen in einem Spinnennetz. Also spulen wir nochmal zurück und fangen nochmal von vorne an. Es fängt damit an, dass so kurz vor 10, 10 Uhr, um 10, die Männchen anfangen, ihre Lampe anzumachen und nach oben zu streben. Dann dauert es eine Weile. Ja. Eine Weile halt, ne? Und dann heben sie ab. Das Besondere an Lampruiza splendidula ist, dass das in Deutschland das einzige Lebewesen ist, was gleichzeitig fliegt und leuchtet. Also, wenn es fliegt und leuchtet, weiß man, das ist ein Männchen von Lampruiza splendidula. Das Ganze ist relativ schwer mit so einer einfachen, recht kostengünstigen Kamera aufzufangen. Aber hier so das, was ich an besten Ergebnissen vorweisen kann. Wenn man mit Langzeitbelichtung Fotoaufnahmen macht, dann malen die Leuchtkäfer sozusagen Linien in die Luft. Ja, und hier links im Bild, da landet gerade ein Männchen. Und gleich stürm mich dahin und guck mal, was da so abgeht. Ja, man achte auch auf die Mücken, die hier wieder sehr schön im Bild zu sehen sind. Und da habe ich noch was gefunden. Eine Paarung.
Das Männchen ist das dunkle Tier mit den Flügeln und das Weibchen ist das blassgelbe Tier ohne Flügel. Ja, dann lassen wir die mal wieder in Ruhe. Dann schauen wir uns doch nochmal das Weibchen etwas genauer an. Man sieht, es hat einige Leuchtpunkte an den Seiten und dann am Hinterleib sind auch noch ein paar Leuchtplatten angebracht. Gegen Ende der Lightshow kann man dann immer noch vereinzelt mal so einen Leuchtkäfer finden. Die meisten oder fast nur sind dann allerdings Männchen in Spinnennetzen. Und eine Larve habe ich dann auch noch zum Schluss gefunden im Sommer 2017.